Nicht oder unzuverlässig schaltende Weichen sind einer der Hauptgründe für Störungen auf einer Modellbahnanlage. Leider sind die elektromagnetischen Antriebe von Makli nicht gerade für ihre Zuverlässigkeit bekannt. Wie ich auch selbst schon feststellen musste, kann es entweder spontan zu deren Ausfall kommen oder sie schalten nur noch in eine Richtung. In Foren oder YouTube-Videos wird häufig als Abhilfe das kurzschließende Endabschalter empfohlen. Die Überbrückung einer Sicherheitseinrichtung und das Herbeiführen eines potenziellen Brandrisikos empfand ich persönlich jetzt aber nicht gerade als die ideale Lösung. Daher habe ich meine Weichen auf Servoantrieb umgebaut. Nun schalten sie nicht nur absolut sicher, sondern auch angenehm sanft und leise. Den Unterschied zu einem elektromagnetischen Antrieb sieht und hört man hier, denke ich, recht deutlich. Wie ich finde, habe ich einen sehr einfachen und pragmatischen Weg für den Umbau gewählt, den ich in diesem Video zeigen möchte. Zunächst habe ich den Handstellhebel von der Weiche abgenommen, dann den Mitnehmer erst einmal entfernt. Dafür muss der dünne Plaststeg unter dem Stellblock entfernt werden, dann kann der Mitnehmer einfach entnommen werden. Der Umbau einer Märklin-K-Gleis-Weiche ist übrigens nicht nur bezüglich der Betriebssicherheit interessant. Auch wenn es nicht mein Hauptgrund für einen Umbau ist, die Servolösung ist sehr viel günstiger als der Antrieb mit dem elektromagnetischen Antrieb von Märklin. In der hier beschriebenen Konfiguration mit den ISO-Komponenten komme ich auf Kosten pro Weiche von 26 Euro laut UVP, um eine Weiche mechanisch zu schalten und zu digitalisieren. Mit den elektromechanischen Antrieben von Märklin käme ich bei der unverbindlichen Preisempfehlung auf 45 Euro. Auch wenn die Ladenpreise beim Händler meines Vertrauens etwa 15-25% unter der UVP liegen, so bleibt doch ein nicht unerheblicher Unterschied bei den Kosten. Zum noch einmal Nachlesen habe ich die exakte Rechnung in der Videobeschreibung aufgeführt. Dann habe ich in die Unterseite des Stellblocks ein Langloch gefräst. Eine Möglichkeit ist, mit einem Dremel und einer kleinen Trennscheibe zwei Schnitte zu machen und dann den abgetrennten Rest irgendwie herauszuprimeln. Eine andere Option wäre einfach ein Loch zu bohren und dieses längs zu erweitern. Das habe ich auch schon gemacht und es funktioniert ebenfalls, das Ergebnis sieht aber nicht ganz so schick aus. Wer eine Fräsmaschine besitzt, kann das sicher noch deutlich eleganter lösen. Im Trassenbrett wird ebenfalls ein Langloch für die Durchführung des Stelldrahts benötigt. Um sicherzugehen, dass der Draht nirgends hängen bleibt, habe ich dieses rund 15 mm lang ausgeführt. Nun kann die Weiche bereits eingebaut, der Mitnehmer wieder in den Stellblock eingeschoben und der aufgebaute Handstellhebel an die Weiche eingeklipst werden. Für den Anschluss des Stelldrahts verwende ich den mitgelieferten Handstellhebel, damit dieser den Stellweg des Servos begrenzt. So kann es nicht vorkommen, dass der Mitnehmer, etwa durch eine Fehlprogrammierung des Servos, aus der Weiche gezogen oder gar die Weiche beschädigt wird. Zudem ist es so nach wie vor möglich, die Weiche, wenn man sie stumpf befährt, auch mit leichten Waggons aufzuschneiden.
Da das Plastikgestänge zur Übertragung des Stellimpulses auf die Stellstange in der Weiche verbleibt, würde ich die Weichen aber nach wie vor eher nicht einschottern. Meine Weichen im sichtbaren Bereich habe ich etwas aufwendiger umgebaut, um sie auch problemlos einschottern zu können. Das würde ich in einem späteren Video dann mal zeigen. Doch zurück zu unserem aktuellen Projekt. Den Stelldraht habe ich in die Löcher eines Servohorns eingehängt, fast schon egal, welche Form des mitgelieferten Zubehörs man hier nimmt, und den Draht entsprechend gebogen, damit er fest sitzt. Anschließend habe ich den Draht noch mit reichlich Heißkleber gesichert. Als Servos verwende ich die von ESU, da die in Kombination mit dem ESU Switch Piloten, das heißt dem Servo-Controller von ESU, beim Einschalten nicht unkontrolliert hin und her zucken. Bevor ich den Servo einbaue, stelle ich noch die beiden Endpositionen des Servos auf fast denselben Wert ein. Dies verhindert große Stellwege und ein eventuelles Verbiegen des Stelldrahts bei der Inbetriebnahme des Servos. Die exakte Prozedur unterscheidet sich je nach Art der Servosteuerung. Beim hier verwendeten ESU Switch Pilot 3 ist die Einstellung dank des Displays und der Tastatur mehr oder weniger selbsterklärend. Nun habe ich das Servohorn mit Stelldraht auf den Servo aufgeschoben und, wenn gewollt, kann man es noch festschrauben. Dann kann man bereits den Servo unter der Weiche platzieren und vorsichtig den Stelldraht durch das Loch im Mitnehmer der Weiche führen. Ist das geschehen, den Servo festschrauben. Nun kann das Kabel des Servos an den Controller angeschlossen werden. Es können zwar bis zu 8 Servos gleichzeitig an einen Switch Pilot 3 angeschlossen werden, leider sind die Anschlusskabel für den Servo aber extrem kurz. Sollte das Kabel zu kurz sein, was bei mir leider in mindestens 80% der Fälle ist, so habe ich die drei Kabel einfach aufgetrennt und passende Kabel als Verlängerung eingelötet. Bisher habe ich damit nur positive Erfahrungen gemacht. Wer das nicht möchte, kann auch verschieden lange, vorkonfektionierte Verlängerungskabel für den Servoanschluss bei ESU oder aber auch bei mikroumbau.de beziehen. Zu guter Letzt können nun die beiden Endpositionen des Servos eingestellt werden. Nun ist der Um- und Einbau fertig und ich kann eine weitere Weiche in meinem Schattenbahnhof komfortabel weich schalten, ohne Angst haben zu müssen, dass sie schon bald wieder ihren Dienst quittiert. Falls ihr weiter mitverfolgen wollt, wie meine ganz persönliche Modellbahn-Traumanlage entsteht, so lasst gerne ein Abo da und schaut auch die weiteren Videos meiner entsprechenden Playliste an, die ich hier rechts verlinke. Danke für euren Besuch in meinem Hobbykeller und hoffentlich bis denn.